Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. Ich habe gerade so fast alles aus dem Motorrad reingeladen. Wir bringen das jetzt mal gut weg hier. Ein bisschen Tierfett und so weiter und so fort. Leere Gläser haben wir, glaube ich, auch, weil ich es gerade sehe. Ja. Tierfett hatten wir auf jeden Fall. Gammelfleisch auch. Ja. Brauchst ein bisschen Tierfett. Einen, um genau zu sein. Gut, wir haben noch eine Chili-Dose. Die kommt gleich weg. Wir haben noch ein bisschen Bier und drübes Wasser. Drübes Wasser kommt hier hin. Bier kommt selbstverständlich dorn. Wir haben auch einen, ja, wir haben noch einen roten Tee. So, wir haben noch, das ist eine Dose Nudeln. Die kommt natürlich bei den Nudeln rein. Ist sonst noch irgendwas, was hier in die Nahrungsabteilung muss? Ja, das Ei. Das Ei auf jeden Fall. Gut, ansonsten muss hier, glaube ich, nichts mehr rein, ne? Gut, warte mal. Bevor wir jetzt weiter runtergehen, hol ich kurz den Rest natürlich aus dem Motorrad. So, nicht mehr viel, sondern die paar Sachen. Guck, guck, guck. Hier ist noch ein Teil für die Nahrungsabteilung. Das muss ja auch alles weg. Das ist ein gutes Schirmdöschen mit. Das ist wertvoll. Da können wir nicht einfach da drin lassen. So. Oh, schlimm heute. Ich glaube, ich kriege echt eine Erkältung. Tut mir leid für dieses Räuspern. So, wir haben auf jeden Fall die elektrischen Sachen da. Hier Dirren und wir haben auch die anderen Darren. So, Knochen und Kleber kommt hier definitiv auch rein. Knochen, wir haben auch ein bisschen Kleber. Kleber hatten wir nicht, Lederstoff auf jeden Fall. Zack, zack. Wir hatten Schraubenrohre, na gut, Schrauben auf jeden Fall. Yep, jede Menge. Rohre haben wir zerschreddert, aber das war absichtlastig. Wie gesagt, die kann man herstellen. So, Papier haben wir nicht. Schießpulver hatten wir ein bisschen, oder? Ja. Wir gehen das jetzt Stück für Stück durch. Wir haben ein paar Drohnenhülsen. Wir haben auf jeden Fall die Schossspitzen. So, Waffenteile, das haben wir verkauft. Säureöl haben wir nicht. Militär auch nicht. Groben Schrot hatten wir auch nicht. Blastersteine hatten wir aber. Bedung nicht, geschmiedetes Eisen nicht, Mods haben wir auch verkauft, Lehm haben wir nicht einstecken, Glas nicht, Holz nicht, Auto und Elektrogedöns, da kommt auf jeden Fall der darin. Der Rest kommt dann schon wieder alles weiter runter. Und ja, ich muss drüben auch ehrlich gesagt so langsam sicher mal den Kram rüberholen. Weiß bloß halt immer noch nicht, wohin damit. Wie gesagt, ich will zwar hier mit unten reinbauen, aber soll ich einen extra Raum kriegen. Vitamine. Warte mal, Vitamine haben wir viel zu viel einstecken. Wollen wir mal 4 drin machen. Antibiotika. Dann haben wir mal 2 hier. Sonst wenn wir 5 Stück dabei haben. Zack. Naset. Das kommt auf jeden Fall hier drin. Ohne haben wir nicht. Gips und Schienen haben wir definitiv einen. Ordentlich sortiert, mein Freund. Danke. Silberverbände haben wir auch. So, die sind wieder voll. Das war ja der eine, den wir aus dem Motorrad hatten. Verbandskästen haben wir dann nichts über. Aloe Creme Korn mit drin. Blutbeutel hatten wir auch. 2 sogar. Ich hatte einen. Sehr schön. So, ansonsten Schmerzmittel haben wir da zu viel von. Jo. Hier kann mit drin. Ansonsten Ölschiefer, Chrysanthene, Kohle, Nitrat haben wir noch. Wunderbar. Und wir haben noch Verbände, sehe ich gerade. Die habe ich eben gar nicht gesehen. Danke. So, das kommt alles nach unten, bis auf die Muni. Die packe ich erstmal oben mit drin. Hier kommt gleich wieder ein Droni rein. Apropos Droni, haben wir da noch was drin? Ein bisschen Muni. Okay, gut. Die kommt ja eh oben hin. Jo, Gel kann schon mal reinpacken. Und das kommt nach unten. Sehr schön. Da sind wir wieder leer. So soll es doch, so wollen es. Dann kann ich hier auch einmal ganz kurz gucken, ob es hier nochmal ein bisschen nachpacken kann, was Beton betrifft. Wie gesagt, Beton muss laufen. Sehr schön. Wunderbar. Wir haben ja Zeug, ne? Zumindest habe ich Zeug. So, der kann aus. Der kann aus hier. Der hat hier eh alles fertig. Der hat alles fertig. Gut. Die anderen brauchen aktuell nicht laufen. Er ist noch fleißig dabei. Er ist nicht voll. Okay, doch, der wäre voll. Aber dem geht gleich dann Holz aus.
Aber abgesehen davon, muss da gleich mal Steine reinpacken. Ich gebe ihm mal ein bisschen mehr. Wir haben oben genug Holz in der Kiste. Jut, 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 die brauchen alle Steine. Und Holz. Das passt doch noch, ne? Ja. Aber wie gesagt, wir können sie auch rausnehmen. Warte mal. Zumindest die vollen. Da ist das Gläuchetheater. Du kriegst auch nochmal. Zack. Da können wir auch nochmal ordentlich ansetzen. Die paar Steine hier noch hart. Wir backen da gleich Steine rein. Hier nehmen wir auch die raus. Den kann ich hier auch gleich nochmal googeln. Wegen dem Beton. Idee ist noch fleißig dabei. Die ist fertig. Siehst du, den können wir nochmal neu ansetzen. Das kommt gleich oben in die Werkbänke direkt. Hier genauso. Ah, ist schön. Da können wir in jeder Werkbank 300 ansetzen. Aber ich glaube, ich kann nicht. Ne, kann nicht zweimal. Die Schmieden sind nicht schnell genug. Oh, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre einmal. Ah, gut. Nehmen wir einmal Sand mit und einmal Stein. Wir können nur einmal ansetzen. Zement kommt nicht schnell genug hinterher. Die, 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 so. Hauen wir erstmal einmal rein zumindest. Bidonmischung. Zack, einmal 6000. Danke. So, ich nehme aber trotzdem noch mal ein paar Steine mit. Erste Schmiede, zweite Schmiede, dritte Schmiede. Die hauen wir jetzt auch wieder voll. Zock und zack. Aber der kann der hier mich ohne Probleme wo der schmelzen. Eh genauso, das ist wichtig. Und natürlich, natürlich. Ja gut, da gibt es ja nur was von hohen Zorn, was da drin ist. Gut. Dann können sie mich ohne Probleme weitermachen. Oben hauen wir dann in jede Werkbank nochmal 300 drin. Hier da drin. Die Waffen bringen wir eh dann eh nach oben. Sehr schön. Den haben wir das ja auch geschafft. Ah, nein, es war eine Höhe. Holt gerade so. So, hier war das. Gut, gut, Bidonformeln. 300, mein Freund. 300, das passt alles. Dann haben wir zumindest ein bisschen was auf Vorrat. Hier auch nochmal 300. Sehr schön. Hier nochmal. Dann haben wir überall wieder 50 Blöcke liegen. Dann haben wir da erstmal wieder ein bisschen was auf Vorrat. Sehr schön. Gut, gut. Wie viel Essen haben wir noch? Genug. Trinken haben wir auch genug. Money-mäßig. Haben wir eigentlich viel zu viel. Ah ja, gut. Ah ja, hier hatten wir die Kiste schon. Stimmt. Jetzt kommen erstmal Rinder. Und wir machen uns jetzt ganz gemütlich auf dem Weg zur nächsten Quest, damit wir auch mal etwas Abwechslung haben. So, mach auf die Hütte. Klar, wir müssen ja weitermachen, weiß ich. Aber wir haben jetzt so viel gebaut. Ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Folgen, ein paar Quests machen. Aber auch ohne Gehetze. Gemütlich. So wie letzte Folge auch. So, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich vermute mal, wohl, das ist die große Villa. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wollen wir einfach mal hin. Das ist zumindest drüben in einer anderen Stadt. Wir werden sehen. Wie weit ist es nicht weit? Fünfer ist es eine Viererquest. Um Fünferquest, ja, ich weiß, ich mache wenig Fünferquest. Aber das hat einfach nur den Grund. Das Thema hatten wir ja schon oft genug. Die Fünferquest verballert man einen Haufen Muni, spielt jedes Mal mit seinem Leben. Für letztendlich eigentlich den gleichen Loot, den du auch in Dreier- und Vierer-Quest kriegst. Oh, stimmt, den hatte ich ja markiert. Also wirklich, ich sehe da nicht wirklich einen Sinn drin, dass sie sich lohnen, außer dass man da halt wesentlich länger braucht. Oh, zwei neue Antibiotika, Ackerbaupaket, das nehmen wir erstmal so mit. Da sind eh nur ein paar Samen drin und ein paar Ackerbaudinger. Ich mache das jetzt nicht auf, das nimmt Platz weg. Wir fahren jetzt erstmal ganz gemütlich natürlich. Zur Quest gucken erstmal, was es ist und dann fangen wir an. So, ich meine, ich sehe zwar kein Gebäude jetzt, kann sagen.
Ach, die Hütte. Nee, ist nicht die Villa, die ich meinte. Aber gut. Haben hier nicht irgendwie Zombies um die Ecke? Irgendwie sowas war das doch, sobald man die Quest annimmt, ne? Oder ein Hundi? Meine ich. Ach, Bochi. Komm her. Genau. Du störst meinen Questfortschritt. Mach einen Abflug. Oder läuft das Killerschicken? So, die nehmen wir mal trotzdem in der Hand. Ich glaube, ich meine, wie ich es noch richtig im Kopf habe, haben hier irgendwo einen Wolf, sobald man die Treppe hochgeht. Oder? Mir war mal so. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Oder auch nicht. Vielleicht ist es immer unterschiedlich. Ich meine, das war mal so. Soll mir recht sein? Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Wunderbar. So, die Herrschaftin bitte. Wo sind sie? Ach, wir haben echt Polizisten-Time, Moment. Nur noch Polizisten. Wie geht's dann in der Folge? Geht schon wieder so weiter. So, ehrlich gesagt müsste ich ja wirklich... Stoff lassen wir jetzt mal hier. Zement mitnehmen, ne? Die kommen mich gar nicht mehr hinterher. Den tun wir es mal. Den tun wir es mal. Haben wir noch ein Ei hier? Jo. Sehr schön. Stein brauchen wir jetzt nicht wirklich mitnehmen, aber Zement auf jeden Fall. Gut, gut. Den tun wir es auf jeden Fall. Was hast du denn überhaupt mit? Dann gucken wir mal rein hier. Moin. Tschüss. Komm her. Oh. Der grüne Krause zusammen mit Töchterchen Vetter. Natürlich. Komm, ich schotten dich, es zieht, Mensch. So, das brauchen wir nicht, brauchen wir gar nichts von. Gut. Aber dir geht mit. Sehr schön. Und dicht. Also bestimmt auch was, oder? Ja. Naja, 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 gut. Wir finden für die Mod noch was. Gut, unten klöppen sie irgendwo rum. Immerhin ein bisschen Eisen. Ich hätte mal das Paket im Motorrad lassen sollen. Mal so nebenbei bemerkt. Aber gut, wir haben da Drauni. Die linken Beute da? Okay. Alle Jungs. Au, sag mal, bleib gefälligst liegen, wenn ich mit dir rede. So, ich muss an die Bücherregale. Haben wir schon? Haben wir schon. Das ist nur Papier, so brauchen wir nicht. So, ein guter Stuhl. Bier. Was heißt immer gut? Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Yep. Aber dann auch gleich mal zerlegen hier, weil wir verschiedene Stühle haben. Yep. So, wunderbar, wunderbar. Hier sind doch bestimmt auch noch welche, oder? Ah, Plastik. Weiß nicht, absolut nutzlos, aber wir nehmen es mit. Das lassen wir jetzt definitiv mal hier. Und hier, das nehmen wir mit. Das selbstverständlich auch. Das können wir gleich essen. Bringt nicht viel, aber... Master, we are not alone. Habt ihr es hochgeschafft? Ne, sind da unten, ne? Gut, gut. Und da haben wir noch was. Jo, bleiben wir mit. Ich glaube, die sind hier. Hallo, Jungs. Komm mal her. Einmal du. Einmal du. Und der nächste, bitte. Danke. Haben wir schon. Nehmen wir mit. Zerlegen wir. Nehmen wir mit. Juhu, Ah, das müssen wir aber leider essen. Gutes Flatulenzenbrot führt keinen Weg dran vorbei. Das muss rein. Ja, gut. Natürlich mal wieder nett. Da müssen wir, glaube ich, gleich weiter. Da ist nichts. Haben wir schon. Da ist nichts. Hier ist auch nichts, ne? Den nehmen wir gleich nochmal auseinander.
Absolut leer hier. Mal kurz googeln. Den nehmen wir gleich auch noch auseinander. Das brauchen wir nicht. Gut. Du kommst mit. Du kommst mit, mein Freund. So, du wirst zerlegt. Haben wir sonst noch irgendeinen Müll einstecken, was wir nicht brauchen? Nein. So, rein hier. Ich stecke im Loch fest. Ah, Mann, Mann, Mann. Man sich immer erst kleiner machen muss, bevor man ins Loch passt. Gut, wir nehmen den ja mal. Was denn anders? Der ist nicht mehr mit. Vor der Tür oder wo ist er? Freundlich. Das brauchen wir auch nicht. Hier können wir nochmal reingucken. Immer mit der Ruhe, Jungs. Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier, oder? Ja. Ich helfe euch mal. Da wären wir schon noch hingekommen, mein Freund. Aber gut. Wer nicht hören will, der muss halt eher fühlen, ne? Du machst auch einen Abflug. Gut, da kommen noch ein paar Electrical Boards raus. Das kommen wir zu schreddern. Da ist noch das Gasmädchen. Hallo? Gut, kommt hier eigentlich was Brauchbares raus? Vermutlich nur Plastik, ne? Aber können es ja mal ausprobieren. Ich höre Halbi. Aber auf jeden Fall ist Halbi nicht da, wo wir hier sind. Hallo Halbi, wo bist du? Ich höre dich doch. Ja, Halbi, ich weiß, du kannst schreien wegen Rosa, zeig ich dich. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hängt der unten. Oh, warte mal kurz. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Das muss raus. Ja, Drohne, ich weiß, dass Halbi hier irgendwo ist. Kommt da raus? Stoff brauchen wir jetzt nicht. Das können wir zerlegen. Geht eigentlich, ne? Gut, wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Wo ist denn Halbi, Mensch? Riecht unten irgendwo rum, oder was? Ach, Halbi. Du wirst es noch lernen, dass man sich zeigen muss. Da ist er doch. Hallo, Halbi. Genau. Hat er es geschafft. So, warte mal kurz. Wir haben kurz Platz schaffen hier. Wie schön. Wir müssen hier weiter. Wir müssen wieder raus. Warte mal, brauch Platz. Guck mal an. Einmal Alleinchen. Einmal das Gastmännchen. Oh, Matschi. Nochmal Alleinchen. Matschi lebt auch immer noch. So. Renn in die gute Stube. Was nehmen wir mal mit? Dich nicht. Da kommt Leder und das raus. Weiß ich. Aber da kommen zu viele Teile raus. Ihr droppt auch schon wieder. Haben wir nicht eben jetzt einen eingesammelt? Ich nehme nochmal mit. Ich ebenfalls. Ich nochmal. Ach, weiß was. Damit keiner sagen kann, ich lasse hier die Hälfte stehen. So. Gut, gut. Den nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Das war's auch schon so ziemlich mit zerlegen. Gut, hier haben wir. Die Gläser nehmen wir mit. Da oben ist nichts, oder? Aber hier noch. Brauchen wir nicht. Ja. Ich finde das cool, wie die Säcke da manchmal hängen bleibt. So, hier drin ist auch niemand. Aber mal gut, die Schotten dicht. Die haben wir Bräute schon. Wunderbar. Ich nehme auf jeden Fall mit. Ich auf jeden Fall auch. So, dir weg. Dir weg. Die weg. Wieso habe ich den mitgenommen? Aus damit. Ein Vision? Gut. Du kommst mit. Du kommst mit. Waren wir hier schon? Ja. Achso, das war hier. Dessen kam ich durcheinander. Die Tür, wo hier Shorty stand. Alles klar.
So, ach, die Hütte, jetzt weiß ich, ich erkenne immer erst, wenn ich hier im Flur bin, was es für eine Hütte ist. Okay, aber das passt, dann kommen wir hier gleich sehr gut zum Motorrad. Tür habe ich hier aber nicht aufgekloppt. Haben hier auch ein bisschen was aufgeweckt, glaube ich. Incoming enemies, ja. Prepare for conflict. Weiß ja nicht, wo ihr plötzlich herkommt, aber ihr gehört zu Quest, Jungs. Moment, die Käsen brauchen wir nicht. Ich wollte was trinken. Der kommt hier ganz langsam angestiefelt. Ah, hast geschafft, mein Freund. Oh. Was machst du denn da so lange? Hängst du fest, oder was? Komm her. Steh auf den Mann, Mensch. Ein bisschen Feuer würde dich nicht aufhalten. Und besser. Wollt doch noch die Heizung hier auseinandernehmen, Mensch. Auch brauchen wir... Entschuldigung. Oh Mann, das ist... furchtbar. Jo, mein Freund. Ja, komm, erst mal her. Sonst kann ich nicht arbeiten hier, Mensch. Genau. Bitte. So, den nehmen wir nochmal auseinander. Sehr schön. Den looten wir erstmal. Haben wir natürlich schon. Gut. So. Holz. Das können wir immer mitnehmen. Ich können wir nochmal zerlegen. Weil da kommt gar nicht mal so wenig Messing raus. Oh, mach mal zu, die Hütte hier. Nehmen wir mit. Danke. Ja, auch nochmal. Hier ist nicht. Gut, warte mal, bevor wir weiter machen. Der wird zerlegt. Haben wir sonst noch irgendwas, was zerlegt werden muss? Nö, ne? Die Kerzen, ich brauche sie zwar eigentlich nicht wirklich, aber nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir später welche zum Bauen oder so. Und wo ist es ja nicht? Oh, hier ist ein bisschen Eisen und Blei. Undicht. Ah, gut. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Runter. Hallo Mutti. Hallo Matschi. Ein grüner Stevie. Hallo, mein Freund. Hallo Mutti. Hallo Steve. Und nochmal Hallo Mutti. Und der Halbi. Ach, hopp. Weil du zu spät kommst, schippst du wie ein ordentlicher Mann. So, die können wir zerlegen, da kommt noch Müll raus. So, dann gucken wir hier erstmal Ruhe durch. Plastik kann man mitnehmen. Sehr schön. Oh, immerhin. Wie ist hier ein Klebeband? Die nehmen wir gleich auch mit. Ich will hier bloß erstmal looten. Du, zumindest das Geld nehmen wir mit. Das auf jeden Fall. Ist hier noch was? Ja. Ich finde das mal so makaber, verrottetes Fleisch im Sarg zu legen. Na gut, ich glaube, oben war noch eine Kiste oder so, ne? Ja. Und ein Müllsack. Mit ein bisschen Blei drin. So, haben wir dann auch. Ja. Oh, Stall muss mit. Die können wir nicht so verkaufen, mein Freund. Sehr schön. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hier sind doch bestimmt auch noch Herrschaften, oder? Das ist immer gut. Das können wir auch mitnehmen. Den nehmen wir gleich noch mit. Ja, hier. Ich habe aber auch nichts mehr, was ich zerlegen könnte im Inventar, ne? Nee. Ich nehme auf jeden Fall mit. Ich muss gleich mal einen Drohni einladen. Lange genug gedrückt jetzt davor. Der kommt mit, auf jeden Fall. So, nochmal. Das kann zerlegt werden, das kommt mit. Kohle kann man eigentlich auch immer gebrauchen. Das kommt mit. Hier, der muss nochmal. Gut. Die Schrank hatten wir, ne? Da gehen wir gleich weiter. Oh, warte mal. Jetzt werden wir einmal Droni befragen. Kurzen Moment. Er kann erstmal rennen. Das kann rennen. Ein bisschen Platz schaffen im Inventar.
Das ist nett, das geht eben verkauft, das behalten wir auch mal. Aber das kann rennen. Ach komm, die verschäbeln wir mit. Ist überhaupt Geld? Oh, 32 immerhin. Hier kann rennen, das geht im Verkauf. Hier kommt Ehren, das kommt drin. Das. Wir gehen mit dem Verkauf. Gut, Kohle passt nicht mehr, aber wir haben ihn zumindest wieder Platz. Dicht die Schotten. So nochmal. Ein Düschen in Ehren. Warum nicht? Jo. Ein bisschen Essen gab es ja, ne? Machen wir schon dich hier. Oh, das grüne Gastmännchen, bitte. Und der Al Capone. Gut, du kannst ja nichts. Du aber auch nicht. Oh, Munition. Sehr schön. Ein bisschen Messing und Geld. Die können wir auch gleich mit zerlegen. Hier nehmen wir aber auch mit. Wer hat sich denn hier reingeknüppelt? Da muss er von draußen gekommen sein. Okay. Das war ich hier definitiv nicht mit dem Loch in der Wand. So ein komisch, dass diese schlafenden Zombies nicht aufwachen, wenn sich andere Zombies von draußen reinprügeln. Wir haben einen sehr gesunden Schlaf. Hier kommen wir weg. So, hier ist aber auch nichts weiter, glaube ich, ne? Na gut, ein bisschen Müll. Hier kommen wir weg. Ein bisschen ist gut, das ist relativ wertvoller Müll. Der muss auch noch weg. Messi kriegen wir hier eine ganze Menge. Hier hat sich auch schon jemand durchgeprügelt. So, da geht's gleich runter. Das, wie sind wir? Hier ist sonst nichts weiter. Aber das würde ich da gerne mitnehmen. Danke. So, die nehmen wir mit. Sehr schön. Den nehmen wir nochmal mit. Wo wir da hier so runtergehen, noch einmal hier drin. Gut, ist nichts wirklich. Zum Zerlegen hätten wir hier jetzt gerade nichts. Gut, dann gehen wir runter. Ich glaube, da kann man dahinter, ne? Aber eins hat im anderen. Erstmal hier, guck mal. Reusen kann man immer gebrauchen. Ihr kommt mit, die Goldrute jetzt nicht unbedingt, aber. Ihr kommt mit. So, haben wir hier noch was? Und dich werde ich auch einmal zerlegen, mein Freund. Jetzt war wieder alles Platz weg. Aber Sulz, was Sulz? Ich will ja nicht aus meiner Nachsache. Ich lasse hier wertvolle Ressourcen liegen, die wir nicht brauchen. So, ein bisschen Holz. Wir werden hier dort nochmal reingucken. Sehr schön. Dann geh die. Mann, ist er immer noch nicht fertig da? Du, das darf doch wohl nicht wahr sein. Sieh zu mit deinem Zelligen. Mensch, da kann man nicht so immer diese Löcherhängerei, du. Ja, ich weiß, dass so einer hinterm Vorhang steht. Ich weiß. Ich warte nur drauf, dass er rauskommt. So ist es doch so soweit. Na, Lady? Schaffst du das nicht, oder was? Kann nicht so schwer sein. Genau. Lady. Wo die Füße musst du aber nicht fallen. Nee, nee, so besonders bin ich nicht. Den nehmen wir mit. Dich können wir jetzt hoffentlich mal zerlegen. Ich auch? Nein. Okay, hier haben wir auch nichts, oder? Haben wir hier noch ein bisschen Müll? Hm? Warte mal. So geht das nicht, so geht das nicht. Erstmal die Stühle hin, den der hin. Bin ich jetzt hier auch nie los. Jetzt geht das doch. Warum nicht gleich so? Oh, hier ist doch bestimmt auch noch jemand. Hallo. Lass uns behalten. Oh, das hört sich immer so gesund an, ne? Dieses schöne, beruhigende, Fruchtfliegengesumme, ne? Ölschiefer muss mit. Es muss auf jeden Fall mit. Davon muss gar nichts mit. Und hier. Da ist nochmal Ölschiefer. Da auch nochmal. Sehr schön.
So, wo waren das jetzt drinne? Hier drin, ne? Ich glaube, ja. Ein bisschen Müll. Ist ja schnell weggekloppt. Danke. Wow. Okay. Da gucken wir auf jeden Fall auch rein. Ich habe sie nicht vergessen. Er muss mit. Der muss mit. Irgendwas zum Zerlegen? Nö, ne? Aber wir haben doch Droni. Ich glaube, Droni muss ich auch einmal kurz befragen. Das geht nicht anders. Oh, das sind Verkaufssachen. Das passt nicht mehr. Das sowieso nicht. Die passte noch, ne? Das müsste noch passen. Jupp. Ein bisschen passt zumindest noch drin. Das ist eigentlich noch eine ganze Ecke rein, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr schön. Wohl, ich möchte erstens das hier gerne mitnehmen. Zweitens möchte ich den Chemietisch gerne noch zerlegen. Mal sehen, was daraus kommt. So, Platz ist noch. Jo. Wunderbar, wunderbar. Die können auf jeden Fall weg. Ja, noch ist Platz. Den hatten wir auch. Ja. Also mal rein hier. Die werden wir auf jeden Fall lumpen. Die Tür bleibt mal auf, bitte. So, hier gibt es noch lecker Fleisch. Das muss auch mit. Oh, da liegt sogar noch Müll. Sehr schön. Haben wir alles gebraucht. Siehst du mal? Sehr schön. Hauptnummer müssen wir gleich mitkriegen. Hallo Jungs? 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 Wollt ihr nicht ausstehen oder was? I've got a bad feeling about this. Die haben doch irgendwo einen Hänger, du. Die hängen da irgendwie fest. Dann, ne? Da kommen auch viele aus den Seiten mittlerweile, ne? Money, drop an. Genau, mein Freund. Ach, Matschi. Abflug. Du auch, Gasmännchen. Lass mich mal durch, ey. Ich brauch Platz. Ach, Mani. Genau. Guck, das war's doch schon wieder. Glaube ich. Oh, Quest ist fertig. Gut. Die können wir gleich mal mitlooten. Nö, die können wir nicht looten. So. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge Gammelfleisch. Da unten werden wir gleich nochmal gucken. Könnten ja auch noch Sachen drehen, so, ne? Ja. Yep. Das brauchen wir nicht. Das nicht. Ja gut, zumindest die, weil wir sie eh einstecken haben. Wunderbar. Hier ist noch. Den nehmen wir mit. Der ist offen. Okay, das war das, wo wir da waren, ne? Gut, man könnte rein theoretisch. Und da, wenn man sich ein bisschen Platz schafft, hier durchballern. So, der hat noch was. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Den hier nochmal. Oh, hier gibt es gut Gammelfleisch, ne? Gut, dann machen wir nicht. Wir nehmen auf jeden Fall die Beine hier nochmal mit. So, warte mal. Haben wir irgendwas zum Zerlegen? Nee, ne? Wie kommen wir hier so Richtung Hauptloot? Den werden wir einmal kürzen. Droni befragen. Mit dem Verkauf. Da ist gar nochmal drin. Das passt ja nicht. Das auch nicht. Fleisch auf jeden Fall. Das nicht. Zumindest das, was reinpasst. Damit wir den Hauptloot mitkriegen. Okay, die ging auch nicht zu, ne? Ist nicht schlimm. Da haben wir ihn doch. Okay, die Drohne kann man verkaufen. Genauso wie das. Das können wir so ordentlich mitnehmen. Sehr schön. Da werden wir auch gleich reingucken. Die machen wir zum Schluss. Gut, das geht im Verkauf. Das nehmen wir mit. Das haben wir schon. Und hier. Und die könnte man zwar auch verkaufen, aber ehrlich gesagt ist mir das Eisen aktuell wichtiger. Die machen wir gleich. Okay, verkaufen und mit Eisen. Die machen wir selbstverständlich jetzt auf. Na, sind doch gut durchgekommen. Ohne Stress. Gemütlich.
Das sieht man nicht so viel. Wie, wir haben an Dietrich abgebrochen. Das passiert aber selten, du. Na, es sei denn, er will mich ärgern. Er will mich ärgern. Jetzt wird aber Witz aber zu viel, mein Freund. So geht doch. Oh, das kommt mit. Das kann man verkaufen. Das kommt mit. Das kommt mit. Das kann man lernen. Mal wieder ein Mistbecher. Das kann man auch lernen. Geld kommt auf jeden Fall auch mit. Okay. Oh, warte mal kurz. Boah, ist nett, passt nett. Das kennen wir ja alle schon. Das passt schon, das ist nett. Der geht definitiv im Verkauf. Das kann auch rennen, nee. Das geht definitiv hier auch im Verkauf. Das ist definitiv auch. Wieso packt er immer wieder die Muni nach da oben? Seit wann muss man denn... Deswegen komme ich hier so durcheinander. Sonst konnte ich einfach nur, wenn ich was angeklickt habe, gedrückt halten, wenn ich loslasse, lag das da. Jetzt muss ich nochmal extra klicken, damit es da liegt. Hat das Seven Days irgendwie ein Update, was ich nicht mitgekriegt habe? Nö. Keine Ahnung. Vielleicht ein Hotfix oder so, ich weiß es nicht. So, aber das soll hier was alles mit im Verkauf. Passt da noch irgendwas von drin? Nee, ne? Eisen auf jeden Fall. Geld geht definitiv auch in den Verkauf. Das definitiv auch. Die Vieh passt nicht mal rein, aber wir sind hier ja eh durch. Abgesehen davon, das ist der Rest hier. Hm? Aber das heißt ja nicht, dass wir hier nicht mal gut gehen. Das brauchen wir nicht. Die Lampe, die können wir gerne nochmal mitnehmen. Gib mal ein bisschen Abschlussmessing. Guck doch, ist noch ein Kistchen. Hier ist noch ein bisschen Messing. Auch wenn sich das so überhaupt nicht lohnt. Lehm kannst du auch behalten. Das haben wir nur wirklich genug. Das nehmen wir mal mit. Das Gläschen passt nicht mehr. Warum nicht mehr? Und wir haben aber auch genug. Müsste mal wieder was in Drowny packen. Das machen wir gleich. Wir sind ja eh gleich. Beim Motorrad. Wir sind hier nämlich durch. Sehr schön, sehr schön. So. Und der war einmal. Rausbuddeln bitte. Gut, da ist das gute Bratstück. Warte mal, das geht alles im Verkauf hier. Jo, das ist auch, das auch. Das kann rennen, das kann rennen, das kann rennen. Das, das. So, erstmal alles rennen, was definitiv nicht verkauft wird. Warte mal, Drowny machen wir auch nochmal leer. Wo ist sie? Ja. Der kann erstmal drinnen bleiben, aber das hier nehmen wir mit. Gleich mal gucken, aber ich glaube, ich habe Geld im Motorrad. Das soll natürlich ein Drohne rein. Nee, doch nicht. Dachte ich gerade. So, der ist hier mit drin. Der ist hier mit drin. Das, 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 das. Wie sie im Platz schaffen, müssen wir, ja? Schön, jetzt ist Motorrad auch voll. Macht aber nichts. Hauptsache, wir kriegen Drowny leer. So, wir gucken, ob die drei Sachen noch reinpassen. Bin mir nicht so sicher. Das nicht, das nicht. Gut. Packen wir jetzt auch mal hier unten hin. Dann weiß ich, das ist meins, was nicht verkauft werden soll. Und der Chrom da geht im Verkauf. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt wieder zum guten Jewel. Und gucken mal, was das Schöne ist für uns hat. Na, komm. So nicht, mein Freund. So nicht. Diese Richtung. Diesen rechten Dingsbums da. So viel Zeit muss sein. Folgetons sind wir auch erstmal. Hast doch alles. Ja gut, aber das Thema hier mit immer das gleiche, das ist halt das. Das ist Holz Seven Days, ne? Die Quests wiederholen sich.
relativ häufig, das lässt sich nicht verhindern. Dort ist Holz Haven Days, das ist ja bei vielen Spielen so. Ob man nun irgendein Online-Rollenspiel spielt, wie was weiß ich, zum Beispiel WoW oder Final Fantasy, da macht man mit der Zeit auch immer wieder die gleichen Dungeons, nur um an Ausrüstung zu kommen. Das ist bei vielen Spielen so. Es wiederholt sich halt. Und deswegen baue ich halt auch so viel, damit man mal was anderes hat. So, Joel, mein Freund, da kommen wir doch. Oh, Straßenumbau kommt definitiv auch. Aber nicht jetzt. Er hatte noch so schöne gute Nacht-Quiz. Und ich möchte gerne mal eine faire Nacht-Quiz machen. Und ich glaube, die hatte er, weil die habe ich noch nie gemacht. Nicht in der Nacht. So, mein Freund, Abir, jetzt erstmal Quiz abgeben und gucken, was Schönes du von uns hast. Hör auf zu pfeifen, noch viel lernen du musst. Well earned, Traveler. Well earned. Das Buch haben wir schon, das ist das, was wir von gekauft haben. Okay, wir nehmen die Magnum und wir nehmen die Militärweste. Oh, warte mal, mein Freund. Ich glaube, da kriege ich hier ohne Mod drauf. Ja, hatte die auch. Aber den eben nicht, aber zumindest die. Den kommen hier, mein Freund. Du kriegst erstmal die da. Du kannst da gerne die Kerzen haben. Wie der, die kannst du haben. Den sowieso, den auch. Die fünf kannst du haben. Deine Magnum kannst du wieder haben, mein Freund. Die brauche ich nicht. Ich nehme nur Sechser. So, die kannst du einmal haben. Das Geld kannst du selbstverständlich haben, mein Freund. Du nimmst die so, den kriegst du, die kannst du auch wieder haben. Sehr schön, ich habe nichts von mir verkauft, ne? Nein, gut. So, wir brauchen nicht gucken, da haben wir ja schon, aber... Ja, das hatte mich zwei Nachtquiz. Downtown Strip 05. Wenn eine Nachtquiz, und was ist das andere? Skyscraper 04, das ist die Baustelle. Okay, dann nehmen wir das andere. Baustelle, ich mag die Baustelle nicht, ich weiß nicht warum. Die hatten wir auch schon bei Nacht. Dann nehmen wir Downtown Strip 05 bei Nacht. Die Baustelle hatten wir definitiv schon. Aber wir haben immer noch ein bisschen Zoll, bis es anfängt. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause, selbstverständlich. So wie gestern auch. Ich verabschiede mich von euch. Morgen hören wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.